So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Rennwochenende und zwar aus Großbritannien. Rennwochenende Nummer 12 steht halt an in unserer, oder dieses Wochenende an mit in unserer MyTeam-Karriere und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, letzte Rennen haben wir gewonnen in Österreich. Jetzt ist das nächste Rennen in Großbritannien, wie gesagt. Ja, Teamkollege ist verlängert, die Verträge sind verlängert. Mick bleibt auf jeden Fall bis Ende der Saison bei uns und dann schauen wir mal, ob wir uns in der nächsten Saison vielleicht sogar neu aufstellen. Aber wie gesagt, das steht noch nicht ein bisschen in den Sternen. Schauen wir einfach mal. So, gucken wir mal rein in die Aktivitäten. Wir haben ja genug Termine. Machen ein Teamaufbau-Wochen rein. Mit Moral, ja, ein bisschen das. Dann haben wir noch mal ein zweites PR-Video rein. Und ein Strapazierfähigkeit Ausrüstungs-Upgrade. Sehr gut, dann machen wir da. So, passt das dann ins Wochenende rein? Und dann schauen wir mal. Teamaufbau bringt was. Zweite Fahrer-PR-Aufnahmen. Auch das ist gut. Laufende Kosten. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Ja. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. So, zum Rennwochenende. Gehen wir mal rein und dann schauen wir mal, wie das Rennwochenende wird. Ob es diesmal ein trockenes Wochenende wieder gibt oder ob es, wie es auch oft in Großbritannien regnen dürfte oder wird. So, dauert jetzt ein kleines Momentchen, weil der da sich da zurecht hat. Ach, wir haben nur das Qualifying, deswegen zweiten das Qualifying verringert. Das ist gut. Das ist eine sehr gute Information. Das ist eine wichtige und gute Information. So, wir können mal kurz gucken, ob wir in die Weiterentwicklung gehen. Ein bisschen mehr auf Power gehen. Wir haben hier nur gar nichts gemacht, ne, wirklich. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Du willst sowas entwickeln, dann machen wir das doch. So, Alter, für 1000 Dings und dann noch eine Ausfallquote von 29%. Na, wir haben schon was jetzt, was die Motorleistung betrifft, haben wir jetzt schon echt einen guten Schwung gemacht. Da stehen wir nämlich jetzt vorne auf der 1. 18% viel Quadrate. Das hat dann hier den großen Effekt. Das hat jetzt den größten Effekt hier. Das ist nämlich das die rote entwickeln. Zum großen Preis von Belgien ist das Ding dann erst fertig. Ja gut, okay. Alles ist Belgien, also das ist noch nicht. Ladeluftkühler, dann kriegen wir. Hauen wir das mal rein hier. So, klar, das dauert leider ist gleich. Wir haben momentan immer noch ganz unten, aber wenn das Teil kommt, dann sieht das ein bisschen anders aus. So, und dann gehen wir rein ins erste freie Training hier aus Großbritannien. In der Saison kann ich mich erinnern, war glaube ich auch trocken. Und da kam der Regen dann am Ende und da habe ich ein bisschen drauf spekuliert wegen dem Reifenwechsel. Da kam nichts, deswegen musste ich wechseln. Und deswegen habe ich mein Rennen komplett verloren, leider. Aber gut, egal. So, na gut. Gehen wir rein. Das ist der Kurs hier in Silverstone. Da ist George Russell. So. I had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try.
So, Auto einmal kurz auswählen. Großbritannien trocken. Und dann. Alter, hab ich jetzt das Setup drin? Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Und dann können wir mal auf die Strecke hier. So. Jetzt mal eben bisschen. So, passt. Also, wie gesagt, jetzt die nächsten kommenden Wochenenden. Jetzt am Sonntag großer Preis von Russland. Bis übermorgen. Und da bin ich wieder auf der Strecke übrigens. Und danach am Dienstag großer Preis von Monaco. Platz 12 war es übrigens in Spanien. In Singapur war ich ja nur im Kommentar, habe ich ja kommentiert. Und jetzt bin ich wieder bis back on track. Und wie gesagt, dieses Rennwochenende ist Großbritannien hier. In unserer mighty Karriere. Just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, es geht schon in die letzte Schikane, also wie gesagt, ich fahre so drei Ründchen, das sollte funktionieren. Und dann, ja. So, einfach mal hochstellen jetzt. Heim-Grand Prix von Lewis Hamilton. Der natürlich hier nochmal was reißen will. Auch Red Bull übrigens, obwohl sie eigentlich ein österreichischer. Österreichische Sponsor haben, das Team mit aber in Großbritannien. Oder ich baue die Raute in Großbritannien zusammen. Wo wir gerade bei Red Bull sind, da vorne ist Alexander Albon. Für den ist das so ein halbes Rennen, der ist nämlich in London geboren, aber fährt sie, glaube ich, mit der Lizenz seiner Mutter. Also aus Thailand. Aber selber sogar, glaube ich, sogar aus London. Da habe ich ein bisschen sehr weit über die Kurve gefahren. Okay, Albon ist auf der Outlap. Der lässt natürlich ziehen. Gucken wir, die Zeitvergleiche jetzt sind gleich. Die Runde wird wahrscheinlich eine absolute Katastrophe werden. Da kann ich euch jetzt schon mal was sagen. Aber der Sektor 2 jetzt wieder. Aber klar, wir sind das einzige Auto auf der Strecke. Acht. Und da versuche ich noch mal ein bisschen was zu verbessern jetzt. Ich bleibe gerade im Flow drin, auf der schnellen Runde. Im zweiten Training, was wir nachher sehen, ist ja dann noch der große Regen. Aber wieder das Wichtigste im Rennen am Sonntag ist dann trocken. Nächste Woche dann Ungarn, eine meiner Lieblingsstrecken. Dann geht's nach Belgien, dann geht's nach Italien und dann geht's nach Singapur. Das sind so die nächsten kommenden Wochenenden. Mein Ziel ist es jetzt noch, bevor es nach Asien geht, Renault abzufangen. Aber mal gucken, wie das hier wird. Vor allen Dingen als in einer One-Man-Show, weil Nick bisher noch keine Punkte holt. So, weil der zweite Sektor jedenfalls violett.
Klar ist die Runde deutlich besser als, gefühlt besser als das, was wir da vorab geliefert haben. Vielleicht kriege ich eine 28er Zeit hin mit Medium. Absolute Katastrophe, dieser letzte Sektor. Albon jetzt auf 2. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Ja, so gar nicht geklappt. Also, Albon auf 2, Russell jetzt auf 3, jedenfalls Medium. Russell fährt hart. Albon fährt hart. Sie war ja hier links angeblendet. So, ich bleib noch mal ein bisschen. Gehe nochmal runter gerade mit den Einheiten, damit ich Sprit, damit ich vielleicht ein bisschen Sprit sparen kann. Damit ich nochmal einen Versuch setzen kann. Dann wird es auch 4 Runden. Ne? Also ich fahre meistens immer so bis 20 Minuten. This lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Ich lasse den Albon gerade mal ziehen kurz. Versuch noch mal eine Runde anzusetzen, aber Benzin blinkt schon. So, ich lasse jetzt halt, ich nehme jetzt gerade ein bisschen den Schwung mit. Scheiße. Okay, dann hat sich das erledigt. Ja, Albon macht natürlich jetzt extrem langsam. Wegen der Gelbphase. Das rafft die KI nicht, dass ich ihn da ziehen lassen will, dass ich eigentlich genug Platz lasse. Scheiße. Na gut, egal. Wird Albon gelähmt, was in die Box. Schade, wäre vielleicht wirklich drin gewesen, noch mal ein bisschen nachzulegen. Was haben wir denn hier in der Box? 60. So, dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch mit dem mit dem ersten Teil. To run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency.
So. Dann sind wir durch. Na, klapp, aber vorne. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen. Hamilton auf 5, Bottas auf 4 nur. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Norris und Alexander Albon. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Jo, dann sind wir hier durch. Also Platz 1 ist erste freie Training schon mal. So, gut, dann haben wir das auch. Zumindest das erste freie Training. Wie geht es sofort weiter jetzt mit dem zweiten? Qualifying, ja, Qualifying weiß ich, dass es regnet. Aber da fahre ich mit dem trockenen Setup nur einen Ticken veränderten trockenen Setup. Es ist leichter Regen, es geht noch. Ihr könnt ja quasi, wenn ihr wisst, dass das Wetter für Inters ist, könnt ihr quasi den Flügel um 2 hochstellen, einfach vorne. Das passt dann auch. Also quasi vom trockenen Setup. So, dann gehen wir mal auf Großbritannien Red, dass wir auch mal das Nass-Setup auf die Strecke bringen. Take it easy to start with. The track's wet. So. Ein bisschen aufpassen jetzt gerade. Klar, wir fahren das Setup, aber muss man auch ein bisschen Gefühl reinkriegen gerade. Aber das Wichtigste ist, dass der Sonntag trocken ist. Dass wir eine Möglichkeit haben, wieder ein Rennen zu gewinnen. Können wir hier nämlich das nächste Rennen gewinnen, ja? Wir haben ja Baku, Kanada, das Doppelvorgab. In Frankreich war es nur Platz 14. Aber dann haben wir es ja nochmal nach Hause gefahren mit Platz 6 am Ende. Und ja, dann haben wir jetzt zweimal. Hatten wir wieder zweimal Pole hatten wir im letzten Rennen. In Österreich, klar. Und jetzt mal schauen, was möglich ist, ob wir hier Großbritannien in die nächste Pole holen. So, ich muss mal gerade hier runterstellen.
weil ich... So, jetzt kann ich hochpowern. Ein bisschen aufpassen, weil der Wagen immer wieder ein bisschen ins Rutschen kommt. Aber gut, klar. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen, was die Entwicklung geht, auf reine Geschwindigkeit. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Aber dann... So. Und dann schauen wir mal, ob wir dann irgendwann mal die... Ich hoffe, Zielfähigkeit müssen wir dann auch immer mal machen. So, jetzt haben wir nicht mal allzu lange, dann hätten wir Sebastian Vettel geschlagen. Es geht ja da auch noch ein bisschen um die Rivalität, also beziehungsweise um Prestige. Haben wir noch 3 Rennen Zeit, wir müssen noch 5 Punkte holen. Dann haben wir ihn, aber gucken. Ja, wir versuchen es natürlich hier dieses Wochenende hinzukriegen. ...1.44.2, die erste gezeitete Runde. Klar wird die langsamer werden als das, was war davor gefahren ist, aber es regnet ja auch stark. Ich denke auch wieder so 3 Ründchen, das sollte realistisch sein. Heavy rain to stay a while. Doesn't look like it's moving anytime soon. Ja, es wird nicht weniger, sagt er gerade. Das ist ein Ferrari. Wieder Quersteher, da bleibt die Beine in einer halben Sekunde gut Rückstand. Ein bisschen hatte ich abgeklammert, aber jetzt passt wieder mit dem Rückstand. Die Runde wird definitiv nicht schneller werden als die erste. We have 2 laps of fuel remaining. Ja, aber es ist Zeit, 2. Sektor. Jetzt geht es wieder ein bisschen. Ja, dann muss leider. Sagt er jetzt gerade den Ab in die Box. Der Sprit wird nicht reichen. Oder vielleicht kriege ich die Runde nämlich noch mit nach Hause gebastelt. Doch noch mit einer guten, mit einem guten Versuch. Diesmal kein Quersteher drin. Das wird also nochmal eine neue schnelle Runde. To come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps. Also ein Versuch setze ich noch. Lando Norris jetzt mit der Bestzeit. Fahrer vor mir. Norris ahead. Their best lap time is a 1:43.6. 43,6. Wie sind wir gefahren? 44,0, ne? Ja, dann muss ich die Runde mit nach Hause nehmen. Ah, jetzt bin ich nicht sauber durch die Kurve durchgekommen. Auch übrigens Norris mit dem Heim Grand Prix. Fällt mir gerade auch noch ein. Ist ja noch einer, der da drin ist. Der möchte natürlich auch im McLaren. Gerade auch das, was das Heimteam ist. Ja, plötzlich haben wir richtig verloren gerade.
Und Charles Leclerc, der jetzt nochmal nachgelegt hat, das wird definitiv kein... Lap times are dropping. Looks like track conditions are starting to improve. So. Ja, dann haben wir das Thema durch. Ja, 2 Sekunden ist natürlich mega Zeit. Ja, wir lassen es da verlaufen. Ich schenke jetzt quasi die zweite Quali, zweite Training mit der. Aber komm. Eine Runde fahren wir noch. Auf Inters. So, dann setze ich kurz das Auto um. Das heißt, 2 Sit-Up rein. Dann einmal kurz die Flügel auf 4,7 und dann gib ihm. Checks complete. We're ready. So, 3 Minuten haben wir noch. Ja. Ich nehme es natürlich jetzt alles raus, weil klar. Vielleicht hat man auch mal eine Chance, um ein bisschen was reinzuholen. Also, neue Summe von vor uns auf Platz 13 liegen. Der eben eine schnellste Runde gefahren ist. Also 15 da sind wir momentan. Mit der Latifi vor Magnussen. Aber wie gesagt, wir fahren ja nochmal auf Medium. Also scheint wohl zu funktionieren mit dem eigentlichen Trockensetup. Wie gesagt, das ist ja das Trockensetup, das ist nur ein bisschen abgeändert. Deshalb ist das Training ja auch gut. Das heißt, bin ich ja froh, dass ich gerade mal raus bin. Jetzt auf 16 auf einer vorgerutscht, der da irgendwo ganz am Ende des Feldes stand. Ich muss jetzt gleich gucken, was der Abstand nach vorne ist, ne? Ich habe jetzt nämlich keinen Überblick, was die schnellsten Zeiten sind. Sarah vor mir. Repeat that. There's interference. Also, verbessert ist es definitiv keine Bestzeit, das ist klar. Wieder übelste Quersteher drin gehabt, also ein bisschen Rutscher drin gehabt. Fahrer vor mir. Couldn't receive that. Repeat the message. Ja. Fahrer vor mir. Latifi ahead. Their best lap time is a 1:43.3. 43,2, das heißt, sie hätten wir momentan. Momentan sind wir bei 42,0. Ich weiß nicht, wie der zweite Sektor jetzt aussieht. Hat diesen Querstern.
Reicht nicht, um momentan vorne zu stehen. Also mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Spitze fährt. Siebter. Ist übrigens auch der letzte Versuch, weil die Runde muss tatsächlich passen. Zeit ist abgelaufen jetzt. Fahrer vor mir. Ocon ahead. Their best lap time is a 140.4. 44. Das wären 400. Das heißt, wir müssen Minimum eine Sekunde versohlen. Um vielleicht doch noch zum letzten Moment an die Spitze zu springen. Auch wieder hier beim Ausbeschleunigen der Fehler. Es ist nur das zweite freie Training, ne? Reicht aber nicht. Vielleicht auch noch mit dem letzten Sektor. Oder die letzte Kurve. Ja, letzter Sektor ist richtig. Nein. Und es ist final der. Vermutlich doch siebte Rang. Sechster Rang ist es noch. Nur Ocon haben wir noch abgefangen, aber mehr ist nicht drin gewesen. Im Regen hier in Großbritannien. Schade. Ja, ich habe noch mal ein bisschen was verloren. Das wäre vielleicht noch mal was drin gewesen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Albon, Sainz und Valtteri Bottas. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Puh, da hatte ich jetzt auch nicht dran gedacht, dass ich jetzt so einen Abstand so groß gefahren habe. 1,5 Sekunden auf die Spitze. Also Albon hat definitiv das richtige Stück Strecke gefunden. Vor uns auch noch Lance Stroll, dann Ricciardo als Rivale. Was heißt Rivale? Der zumindest um die vierten Platz in der KWM. Unser großer Rivale steht ja nur auf dem 18. Rang ohne jede Zeit. Der das freie Training komplett zu Hause lassen. Genauso wie Kessi Perez, unser Teamkollege, und Jordan King. Aber zumindest konnten wir uns ein bisschen noch mal reinarbeiten da vorne. So. So, Training Nummer 3. Jetzt wieder am Trockenen. Dann geht es nämlich morgen im Qualifying dann nochmal im Nassen, so wie jetzt quasi die Bedingungen am Ende waren. Da wäre es vielleicht sogar möglich. Mal gucken. Ja, müssen wir schauen, was da rauskommt. So. Da gucken wir mal rein. Großbritannien. Nichts so, wie gesagt, Ungarn. Ich gucke jetzt gerade mal rein, ob ich das Setup umgeändert habe. Ja, passt. Dann fahren wir raus. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Kurze Schluck Wasser nehmen. Und dann geht's weiter. Das
bisschen aufpassen hier, dass wir nicht da irgendwie anecken. Hat funktioniert. So, mal gucken. Wie gesagt, was haben wir noch rausgekommen? Also, erster im ersten freien Training, zweiter am Regen, sechster im zweiten freien Training mit dem Regen. Und dann gab's doch, da gibt es jetzt das dritte freie Training, da gucken wir mal, ob wir wieder landen. Und dann gibt es morgen Quali, 14 Uhr und im Rennen am das Rennen am Sonntag auch. Ebenfalls um 14 Uhr und dann sind wir nämlich durch. Aber wie gesagt, jetzt haben wir erstmal nochmal drittes freie Training. Hier in Great Britain, in Silverstone. So, gerade mal hochstellen alles, weil jetzt geht nämlich auf die schnelle Runde. So, erster Sektor schon mal gut, zweiter Sektor müssen wir gleich gucken. Aber gut, es kann alles auch sein, weil wir schnell, wenn wir momentan das einzige Auto auf der Strecke sind. Oder was heißt das einzige Auto auf der Strecke? Das erste Auto auf der Strecke überhaupt. Was auch jetzt auf eine gezeitete Runde geht. Dann hat es violett. Ein 22:0, das ist die erste gezeitete Runde, die wir gesetzt haben. So, vor uns ist ein Auto draußen, das ist Dani Kvyat, der Russe, der ja für die Saison keinen Platz mehr gefunden hat, weil er mit Tsunoda sitzt. So, wenn der jetzt mal irgendwie sagt, die KI da vorne, ah, ich weiß nicht, was wir nehmen. Na gut, da kann er jetzt nichts für. Vorbei an Kvyat. Ich bleibe natürlich jetzt voll drauf auf der Gas, auf Gas, aber wir haben auch die gesamte Runde waren. Alexander Albon, 28:7 jetzt die Zeit. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen arbeiten und da müssen wir noch mal ein bisschen strecken. Habe ich die Zeit gesetzt, geknackt bekommen von ihm. Nein. Wirklich minimal nein. Aber da stand mir doch der Kvyat zu sehr im Weg, dass ich die Zeit nicht hätte knacken können, aber... You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Ja, ja. Ich fahre aber jetzt die Runde noch. Die Reifen halten nochmal. Das hat also 0,004 Sekunden
sitzt momentan, ja, habe ich auch noch Alexander Albon. Kriege ich die Zeitnummer gepackt? Erster Sektor, violett. Ich hatte ihm jetzt einen guten Abstand mit. Hamilton kommt nicht dran an uns. Fahr hinter mir. Say again, you're breaking up. Fahr hinter mir. There's only one lap of fuel remaining. Fahrer hinter mir. Hamilton behind. Their best lap time is a 1:28.9. 28.9. Er hat gar keine Chance ranzukommen. Dann an die Zeiten. Come in this lap, please. Box this lap. Erster Sektor. Momentan passt es. Alexander Albon. 28.7. 7.66. Also der hat nochmal minimal ein bisschen gerissen. Aber ich glaube, das wird eine neue Bestzeit werden. Jetzt haben wir sie. Vorbei meinem Alexander Albon. Kvyat, der ihm jetzt hinter uns ist, auf 4. Dem werden wir jetzt natürlich nicht im Weg stehen. Also, momentan die Bestzeiten für uns war Alexander Albon, der wie gesagt einen sehr, sehr guten Eindruck macht bisher. Gut mit dabei vorne ist. Schnellster war er ja am Regen hier im zweiten Freitraining. Das macht ein bisschen zu Favoriten für morgen, weil morgen ist ja ein leicht verregnetes Qualifying. Soll ich das den Kvyat jetzt mal ziehen? Genau. Und da kommt noch ein Haas. So, den ich mir. Ja, ich hab's bewusst jetzt. Das bin ich, das ist Geld quasi jetzt. Aber ich habe jetzt bewusst ein bisschen rausgenommen. Weil ich jetzt in die Box gehe und dann sind wir durch für heute quasi. Also, die benutzen sogar 5 auf Hard. Okay. Ja gut, die KI kann auch durchaus mal andere Strategien fahren. Die fahren doch etwas mal auf Hard. Oh, da bin ich zu schnell. Das könnte fahren. Nee, gibt's nicht. Hat doch gepasst so gerade. So. Ja, dann haben wir's. Das haben wir im zweiten Freitag nochmal mit nachgezogen. Alexander Albon, wie gesagt, knapp davor. Ja, wieso sind wir knapp davor, ja. Und das auch nur durch den ersten Sektor, weil der einfach stark war und ging bei ihm. Im zweiten hat er nämlich auch nicht nachgelegt und im dritten hat er auch nochmal nachgelegt. Also das wird ganz, ganz knapp. Da ist nämlich noch weitere Bottas auf einmal dazwischen. Letzten 10 Minuten, die laufen jetzt runter, die Zeit. Aber da klappt das jetzt, anders klappt nicht. Ich fahre aber auch nicht so viel. Nee, KI, zwei Runden wollte Bottas nur. Hier ist auch nochmal rein. Klappt das? Reicht das? Es reicht, um das dritte Freitraining auch nach Hause zu ziehen. Wird auch nur knapp. Aber es funktioniert. Nicht ganz Level 16. Die Session ist abgeschlossen, yes. Also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Bottas und Alexander Albon. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Also, Ricciardo auf Medium, Sebastian Vettel auf Medium. Raikön auf Medium, Giovinazzi am Ende auf Hard, chancenlos. Eine halbe Sekunde hinter Mick.
Aber wie gesagt, ja, kann auch sein, dass der auf hart fahren wird am Ende. Kann auch sein, wenn der soft startet und dann im Rennen dann auf hart geht. Naja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, und für uns ist wahrscheinlich die Option soft, medium. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Haben Sie Hoffnung, dass sich das Wetter vor dem Qualifying noch bessert? So. Was denken Sie über die Leistung dieses Teams in dieser Saison? So, machen wir das mal so, dann haben wir da nicht noch in die Wunde. Klasse. Sie müssen. Das war dann alles. Vor allem Albon, der überrascht mich gerade so ein bisschen. Wie gesagt, das komplette Wochenende jetzt schon, also den kompletten Freitag, jetzt, den wir jetzt quasi abgearbeitet haben, schon. Schon stark gefahren. So. Gut, dann haben wir das freie Training abgearbeitet. Im Qualifying geht es dann jetzt direkt weiter. So. Gut. Dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Qualifikationstraining jetzt zum großen Preis von Großbritannien. Bis dahin. Tschüss.